Also DMaaS steht für Data Center Management as a Service. Ja, und da, das ist eigentlich eine, sagen wir mal, traditionelle DSIM-Lösung, aber dann cloud-basierend. Ja, also das heißt, statt große Investitionen an On-Premise-Lösungen hat man dann cloud-basierende Lösungen, wo man dann auch andere Tools wie zum Beispiel Machine Learning, Artificial Intelligence, also die Daten, die über alle Rechenzentren rüberkommen, dann analysieren kann. Ich glaube, man hat anfangs immer gedacht, okay, wir können alles in Cloud-Data-Center machen und so weiter. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass es immer mehr Lösungen an der Edge geben wird. Edge-Lösung, Cloud-Lösung und dazwischen eben so regionale Edge-Data-Center. Also das heißt, mehr distribuiert, verteilt, also da ist bietet eine Cloud-Management-Lösung sich eben an. Ne? Also weil ich eben nicht überall on-premise die Lösung installieren brauche. Ja, also wenn man sich anschaut, ne, ich glaube, der Vorteil ist, es ist sehr einfach zu installieren. Ne, also ich brauche nicht unbedingt eine Hardware, also eine App auf dem Telefon und ein Gateway und die Sache läuft schon. Und eben diese Big Data Geschichte. Ne, wenn man sich überlegt, was wir alles analysieren können. Wenn wir feststellen, dass eine Klimaanlage vielleicht mit einem halben Grad mehr oder weniger, ne, also Einstellung, können wir unglaublich viel Energieeffizienz rausholen, also das Lernen aus anderen Rechenzentren dann wieder beim anderen Kunden nutzen. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Vorteil. Ja, also wie gerade schon erzählt, ne? Also ich glaube, das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt, dass wir eben diese Daten zusammenfassen. Wir können dann auch Predictive Maintenance machen. Ne? Also man kann sich auch vorstellen, dass wir eben feststellen können, okay, wenn eine bestimmte Anlage die und die, sagen wir mal, Vorzeichen hat, dann wissen wir, okay, jetzt wird es aber eng, jetzt schicken wir schon mal einen Techniker raus. Ne? Oder der Partner macht das. Ne? Also für uns ist es eben auch wichtig, dass wir immer in diese Geschichte auch unseren Partner mit einbeziehen und da bietet unsere EcoStruxure IT-Lösung auch wirklich also gute Ansätze, um den Partner da in diesen Loop mit reinzubringen. Aber eben prädiktiv, ne? Predictive statt präventiv. Also Cybersecurity ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also ich glaube, dass viele Leute denken, okay, wir gehen jetzt in der Cloud, wie sieht es mit der Sicherheit aus? Also ich kann versichern, dass wir da die Verschlüsselung, alles, was man da braucht, auch tatsächlich nutzen. Ne? Und dadurch braucht man eben auch keine VPN-Verbindung, was die Geschwindigkeit dann auch zugute kommt. Aber ich glaube, dass Leute sich auch realisieren müssen, dass wenn ich eben keines, also sagen wir mal, Cloud-Lösung habe, dann bin ich eben selber verantwortlich für meine Updates und so weiter. Und vor allem in dieser distribuierten Umgebung, also in dieser Hybrid-Cloud-Umgebung, da ist es eben wichtig, dass ich meine Updates fahre. Weil es ist immer ein Thema, okay, die haben nicht die Updates gefahren, es war eine veraltete Softwareversion und so weiter. Und das kann man eben mit einer Cloud-basierenden Lösung viel besser im Griff haben. Da können wir den Kunden sagen, hey, da die USV, die Firmware, die ist nicht mehr up to date, bitte updaten oder sogar automatisch machen.